So, da sind wir auch schon wieder bei Batman Arkham Knight. Wir wollen weiter hier auf dem zweiten Luftschiff von Stack und müssen erstmal eine Betonmauer einreißen, warum auch immer ein Luftschiff eine Betonmauer hat. Aber wer bin ich schon, da eine Frage zu Gentlemen, stellen? aufgepasst! Unser ehemaliger Freund Mr. Stack versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen, und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht. Den Cloudburst? Trophäe gescannt. Aha. Wollte schon sagen, da kommt mir so bekannt vor. Überbrücken wir das Ding mal fix. So. Alles klar. So wird gemacht. So, waren hier noch irgendwo Käfer? Nee. So, ich würde auf jeden Fall gerne alle Käfer mitnehmen. So, hier komme ich leider noch nicht ran. Nee. Schade, schade. Hier komme ich auch noch nicht hin. Gehen wir erstmal weiter. Kriegen wir die Tür auf? Höchstwahrscheinlich. Kriegen wir die Tür von hier aus auf? Ja. Nein. Okay. So, dann einmal die drei. Okay. Was heißt denn das nochmal? Quarantäne. Quarantäne. Ach ja, Quarantäne-Labore. Manche Wörter sind gar nicht so einfach, weil man die nicht täglich benutzt. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ich höre auf jeden Fall irgendwo Käfer krabbeln. 10 Insektenkisten zerstört, gut. Bin ich da irgendwie von oben ran oder komme ich irgendwo rein? Ja, hier komme ich rein. Okay. Dann hol ich schon mal alle rüber. So. Zack, einmal durch. So. Dann. Lass den mal da. Alle rüber. Jetzt müsste ich doch eigentlich rankommen, oder? Quatschen. Da ist das. Du musst da weg. Jesus Christ. So, und in die andere Richtung. Rüber. Zack, zack. So, und rein. So. Hopp. Meint. For fuck's sake. Gut, haben wir das auch. North Refrigeration Laster, okay.
Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack Simon. 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Racheakt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Mhm. So hat er mit Scarecrow eine Sache gemacht. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 3. September. Als Dr. Crane zu mir kam, glaubte ich, er hätte endlich den Wert seiner enormen Chemiekenntnisse erkannt. Doch nein, immer noch Scarecrow. Er findet eine Formel, die Depressionen heilen und eine Armee untereinander aufbringen könnte. Und er nutzt sie, um Leute zu erschrecken. Na gut, Dr. Crane. Ich arbeite weiter an Ihrem Cloudburst. Aber ich arbeite auch weiter an Ihrem Toxin. Ich werde ihm zeigen, dass hier Geld zu verdienen ist. Egal wie. Ja, als wenn den Geld interessiert. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 20. September. Bitte! Es soll aufhören! Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause! Ich will nur nach Hause! Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Hm. Ich muss erst deine Formel vervollkommnen. Okay. Da ist die Tür, sprachgesteuert. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 2. Oktober. Patient Nummer 4, 2 Wochen nach dem Kontakt. Wie geht's uns heute, Daniel? Daniel, würden Sie gern nach Hause? Leichte Panik, dauerhafter Schaden. Das reicht nicht. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 14. Oktober. Endlich Ergebnisse. Genau genommen mussten wir den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Ich mach euch kalt! Euch alle! Das ist ja sehr nett. Wie komme ich denn da ran? Angsttoxin kann gefährlich sein für Sie und Ihre Nächsten. Zu langer Kontakt mit Angsttoxin kann Phasen mit extremen psychologischen Traumata hervorrufen. Ich sage dir, Bats, Sie lassen das Zeug echt immer besser und besser klingen. Aber was hat Snake denn nur gesagt hier? Kann ich mir das jetzt bitte wirklich anhören? Nö, okay. Wer will nur wieder was? Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Weil er aufhören wollte. Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Okay. So. Hier können wir dann was auch immer machen. Ah! Sehr schön. So, und was hat er nur hier gesagt? Ich will das wissen. Gut.
Ja, dann weiter. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stack. Oh, Jesus Christ, nicht schon wieder kämpfen. Bitte lasst mich gehen. Ich habe jede Menge Geld. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Boah! Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Gut. Okay, wir müssen den Cloudburst aufladen und wir dürfen Batman nicht zum Boss kommen lassen. Wenn ihr bei einer von den beiden Aufgaben versagt, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ihr zusammen mit Stack Gas schnüffeln werdet. Verstanden? Hör nur, wie er da drin schreit. Er wird noch mehr schreien, wenn das Gas kommt. Das ist die Strafe, wenn man Scarecrow verrät. War nicht sehr schlau. Okay. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Weitermachen. Gelegenheiten. Wir brauchen Gelegenheiten. Bitte. Nein. Lass mich raus. Nicht das Gas. Als hätte ich schon Dutzende von diesen Dingen geschleppt. Fürchtet ihr euch vor dem, was passiert, wenn der Cloudburst aufgeladen ist? Das müsst ihr nicht. Ich garantiere für eure Sicherheit. Ihr solltet euch vor den Folgen fürchten, falls ihr bei der Aufladung versagt. Okay, Leute, macht weiter mit den Energiezellen. Wie viele brauchen wir? Keine Ahnung, Stack verrät's nicht. Schade, dass wir keine Zeit für ein gründliches Verhör haben. Meldung, ihr alle! Roger! Hier. Verstanden. Wo sind die anderen? Sie haben sich zuletzt von den Antriebskammern gemeldet. Durchsucht das Gebiet! Okay. Dann wäre, glaube ich, eine gute Idee, mal nach oben zu wechseln. Hab ihn gefunden! Hier ist ein Verletzter! Ist es Batman? Mal nachdenken. Wurde gewürgt, atmet noch, keine Schusswunden. Ja, wir haben es mit der Fledermaus zu tun. Ich habe nichts gehört. Tja, aber jetzt wissen wir, dass er hier ist. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Schön im Schatten bleiben, ganz leise und sie dann alle einzeln ausschalten. Was? Das läuft heute nicht. Arbeitet in Teams, gebt euch Deckung. Kein Problem. Okay. Ich sehe mal nach dem, den die Fledermaus erwischt hat. Arme Sau. Wie machen wir sowas nur immer wieder? Wenn ihr Idioten die Augen aufhalten könntet, würden wir nicht in dieser Scheiße stecken. Pass auf, was du sagst. Die Schimpansen würden bessere Soldaten abgeben als ihr. Lasst ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern. So, 1, 2, 3. Guter Plan. Hier ist Fünf meiner. Batman ist unter dem Boden. Zerstört die Gitter und scheucht ihn da raus. Du wirst gleich brennen, Batman. Granate! Batman,
Bitte lass mich raus. Ich sage dir alles. Treibt ihn mit Granaten heraus. Setze Thermobar und Sprengsatz ein. Ich bin aber nicht in den Boden getan. Meldung, ihr alle. Roger. Hier. Verstanden. Wo sind die anderen? Sie sollten eigentlich... Zwei, eins. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Ne, beim Typ mit der Minigun will ich das jetzt ungern machen. Die Aussichtspunkte. Gerade. Da ist einer. Da ist der andere, okay. Du bist ein Gewohnheitstier, Batman. Mal sehen, ob wir das ändern können. Er greift euch vom Aussichtspunkt aus an. Vermiet das Ding sofort. Bin nicht beim Aussichtspunkt. Platziere eine Mine, was ist das? Hier drüben, ich habe einen gefunden. Er ist verletzt. Wo seid ihr? Bei der Gaskabine. Lasst ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Augen aufhalten. Er schleicht hier drin herum. Ihr habt ihn gehört. Okay, da kann ich nicht mehr hin. Batman ist hier. Lass mich nicht durch. Scarecrow muss seine Arbeit beenden. Gott sei Dank. Hilf mir. Die bringt mich um. Ich habe euch gewarnt, Gentlemen. Batman ist hier. Zeigen wir ihm, was wir gelernt haben. Ich will zwei Teams. Team 1, lade den Klaubwurst auf. Team 2, finde ihn. Sind nicht mehr viele übrig für Teams. Er kann euch nicht so wehtun, wie ich es kann. Batman kann zwar Knochen brechen, aber ich weiß, was echter Schmerz ist. Okay, und jetzt noch der Typ mit der Minigun. Bitte. Ich habe gesehen, was es mit den Testprobanden gemacht hat. Wie kümmere ich mich dann ein bisschen um den? So kümmern wir uns um den. Okay. Scarecrow, meine Männer melden sich nicht mehr. Das kann nur eins bedeuten. Uns geht die Zeit aus. Sind wir bereit? Noch nicht. Der Cloudburst muss weiter aufgeladen werden. Das müssen wir woanders machen. Evakuierung vorbereiten. Gut, hier kam ich her. Ich schwöre. So, jetzt müssen wir die ganze Chose hier erstmal wieder durchsuchen. Oh Mann, das wird gar nicht mal so einfach. Verwinkelt. Sehr verwinkelt alles. Also, mache ich erstmal die Plattform hier. Jemand da? Holt mich raus! Die sehen bitte erstmal gut aus soweit. Nächste Plattform. Auch nach oben gucken. Okay. Das hier. Bitte, nix. Das Gas kann jeden Moment ausströmen. Okay, okay. Dann einmal hier gucken. Halt nur doppelte Arbeit, wenn ich hier jetzt nicht alles mitnehme, was ich finde, soweit. Um Himmels Willen, holt mich hier raus! Halt die Schnauze, Junge. Irgendwo hier was? Nee? Okay. Ich habe Geld. Ich gebe dir Geld. Ich schwöre. Ja, ich glaube, Geld brauchen wir nicht. Glaubst du, die ganze Ausrüstung, die wir haben, ist kostenlos? So, dann hier. Primaten wahrscheinlich. Genau. So. Jemand da?
Holt mich raus! Bitte! Okay. Warte. So. Bitte, das Gas kann jeden Moment ausströmen. Ja, dann hältst du wenigstens endlich mal die Klappe. So. Einmal hier rein, da sehe ich schon wieder noch mehr grüne Zeug. So. Um Himmels Willen, holt mich hier raus! Sehr, 1, 2, 3 Generatoren. Sollten wir doch hinkriegen. Ich geb dir Geld! Ich schwöre! Gut, das war jetzt nicht großartig schwer. So. Ist hier noch irgendwas? Jemand nee, erstmal nicht. Holt mich raus! Bitte! So, dann lass mich nochmal hier hoch und dann bin ich wieder hier. Genau, und hier unten war ich ja gerade drin. So. Dann hier gucken. Sieht soweit erstmal bitte, alles tüffig aus. Das Gas kann jeden Moment ausströmen. Versuch das schon so schnell wie möglich zu machen. Guck mal, da ist einer. So. Nase juckt. Um Himmels Willen, holt mich hier raus! Okay, okay. Mir ist irgendwie so, als hätte ich unter der Treppe noch irgendwie ein dummes Gedächtnis, aber naja. So. Ich habe Geld. Ich gebe dir Geld. Ich schwöre. Ich kann nicht klar denken, wenn der mir die ganze Zeit dein Ohr flüstert. Mehr brüllt als flüstern. Jemand da? Holt mich raus! Bitte! Oh Gott, ey. Entwickelt das erst alles und dann hat er Schiss davor. Das sind mir ja die Liebsten. Okay. Hier sieht tatsächlich relativ gut aus. Da ist logischerweise noch was. Aber das ist wieder Sprachsteuerung, ne? Bitte, das Gas kann jeden Moment ausströmen. Ist ja schon wieder assi. So, hier kann ich noch was hacken. Da werden wieder Affen drin sein, nehme ich an. Schimpanse. Um Himmels Willen, holt mich hier raus! Okay. Nee. Ich habe Geld. Ich gebe dir Geld. Ich schwöre. Hier, da. So. Okay. Genau, da unten war das mit den anderen Dingen. Jemand da? Holt mich raus, bitte. Ich sollte jetzt eigentlich alles haben, oder? Geh doch mal hier oben hin. Eigentlich sollte ich alles haben, ja. Bitte, das Gas kann jeden Moment ausströmen. So, was ist mit dir, du Heulsuse? Du hilfst mir doch, oder? Leider. Du musst mich hier rausholen. Die sind wahnsinnig. Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Ich... Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Das werden wir wohl jetzt nicht erfahren. Nein, nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren. Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriechen auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen. Na. Wir werden es schon früher oder später herausfinden. Cloudburst.
Cloudburst Chamber, okay. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Warum sind es zwei? Das ist eine Falle. Egal. Näher, nur näher. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da, mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Knifflig, oder? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? Die rechte Entscheidung zu treffen ist so schwer, nicht wahr? Aber was hast du für eine Wahl? Scarecrow links liegen und deine geliebte Stadt zerstören lassen? So ein Pechpads! Wäre egal gewesen, wie wir uns entscheiden. Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Oh Gott, Entschuldigung. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbar. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr, Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Oh. Was? Oh. Oh, oh. Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Bleib weg von mir! Du hast gewonnen, Batman! Auf die Beine und kämpfe! Ich habe extreme Angst. Diese Brutalität. Schlag ihn. Mach ihn einfach fertig. Los jetzt. Erledige ihn. Sieh ihn dir an. Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Du musst ihn aufhalten. Gut. Oh, oh. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Das war kein sonderlich erfolgreicher Kampf.
Ja, da haben wir tatsächlich kurzzeitig die Kontrolle verloren, auch wenn nur eine Halluzination war. Ja, Alfred ist doch gut. Sir, Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des das Todes? Das ist da, da, wo wir Ivy gefunden haben. Oder? Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich. Keiner weiß, was er ihr antun wird. Okay. Ach so, ja. Ja, wir haben die Kontrolle verloren. Kurzzeitig, aber wir haben sie verloren. Und wir werden in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Bis dahin, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!